Lacan behielt eine große Zuneigung zu Benoît Jacquot, als dieser später seinen ersten Film L'Assassin Musicien herausbrachte, gab er dem Nouvel Observateur einen lobenden Text. Zitat, sein erster Versuch ist ein Volltreffer. Als Komposition von Musik und Bildern halte ich diesen Film für ein Meisterwerk. Er liebte es, von jungen Leuten umgeben zu sein und geizte nicht mit seiner Unterstützung. Das war der Fall bei Brigitte Jacques erster Inszenierung, der von Wedekinds Frühlingserwachung, einer Kindheitstragödie, den Worten des Autors zufolge, die in einem gewissen Zusammenhang mit Jacquots Film stand. Ich erinnere mich noch an den Abend, als wir beim Pariser Herbstfestival von 1974 die Premiere dieses Stücks besuchten, dass Lacan sehr interessierte, der fürs Programm einen Klappentext geschrieben hatte. Wie beim ersten Film von Benoît Jacquot war es bewegend, bei Brigitte Jacques Anfängen dabei zu sein, einer hinreißenden, sehr sympathischen Frau, die eine schöne Karriere als Theaterregisseurin machte. Lacan kaufte auch gern Werke junger, unbekannter oder fast unbekannter Künstler, wie zum Beispiel von François Rouen. Er hatte ihn und seine Gemälde in der Villa Medici kennengelernt. Seine Gemälde, die aus geflochtenen Riemen bestanden und ihn an die borromäischen Zöpfe erinnerten, hatten ihn besonders interessiert. Er hatte mich auch zu Ausstellungen meines Freundes Jean-Max Thubault begleitet, dem er mehrere Zeichnungen abkaufte und bei dem er ein Porträt von mir in Auftrag gab. Es folgt das nächste Kapitel.